In dieser Anleitung führen wir Ihnen den gesamten Prozess des Verkaufs von Bull-Token an der Börse BingX vor, von der Registrierung bis zum Verkauf. Schritt 1. Registrierung an der Börse. Öffnen Sie die Website bingx.com. Klicken Sie oben rechts auf Login Sign Up. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder eine Mobiltelefonnummer Ihrer Wahl ein und denken Sie sich ein Passwort aus, am besten 8 Zeichen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sign Up. Per E-Mail bekommen Sie einen Bestätigungscode. Geben Sie ihn auf dem nächsten Bildschirm ein und klicken Sie auf Sign Up. Schritt 2. Verifizierung. Dann schlägt Ihnen die Börse vor, einen Verifizierungsvorgang durchzuführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Verified. Für unsere Zwecke ist eine Basisverifizierung ausreichend. Wählen Sie diese Option, indem Sie auf die Schaltfläche Verify Now klicken. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf Fertig. Danach sehen Sie eine Mitteilung, dass die Verifizierung erfolgreich war. Schritt 3. Bull an der Börse einzahlen. Jetzt müssen wir das Guthaben an der Börse mit Bull-Tokens auffüllen. Loggen Sie sich in Ihren BingX-Account ein, klicken Sie auf der Startseite auf Assets und gehen Sie zum Abschnitt Deposit. Wählen Sie Bull aus der Liste aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Address. Kopieren Sie die empfangene Adresse für das Deposit, indem Sie auf das Kopiersymbol klicken. Dann gehen Sie zu Smart Wallet und wählen Sie Bull. Klicken Sie auf die Schaltfläche Send. Fügen Sie die kopierte Adresse ein und geben Sie die Anzahl der Bull-Tokens ein, die Sie versenden wollen. Klicken Sie auf Next. Bestätigen Sie die Transaktion durch Klicken auf Next. Bestätigen Sie die Aktion mit der PIN. Fertig. Sie haben die Tokens erfolgreich an die Börse überwiesen. Die gutgeschriebene Transaktion sehen Sie in der Transaktionsgeschichte auf der Deposit-Seite. Schritt 4. Verkauf des Bull-Tokens. Um den Bull-Token zu verkaufen, gehen Sie zum Abschnitt Spot im oberen Menü. Um das gesuchte Paar zu finden, klicken Sie auf das Währung-Paar auf der linken Seite und geben Sie in der sich öffnenden Suchleiste Bull ein. Das Paar Bull-USDT wird geladen. Klicken Sie es an. Sie können Bull zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Preis, verkaufen oder eine Limit-Order für den gewünschten Preis festlegen. Um Bull zum aktuellen Preis zu verkaufen, wählen Sie Market aus, ansonsten Limit. Sie können auch eine Stop-Limit-Order setzen, die es Ihnen ermöglicht, einen Stop-Preis und einen Limit-Preis gleichzeitig festzulegen, um die Abwicklungskosten bei Ihrer Transaktion zu kontrollieren. Wählen Sie die gewünschte Order-Art. Den Preis, zu dem Sie Bull verkaufen wollen, im Falle einer Limit-Order, die Anzahl der Tokens, die Sie verkaufen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sell Bull. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Order bestätigen sollen, indem Sie auf die Schaltfläche Confirm klicken. Sie sehen dann eine Benachrichtigung, dass die Order erstellt wurde. Ihre Ausführung kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Sie können dann die genaue Anzahl der USDT-Tokens auf Ihrem Konto nach dem Verkauf von Bull im Abschnitt Assets Fund Account einsehen. Schritt 5. Auszahlung von USDT. Jetzt wollen wir die erhaltenen USDT von der Börse abheben. Sie können sie an jede Ihrer Wallets senden, einschließlich der Smart Wallet. Wählen Sie Assets. Withdraw. Vor der Auszahlung der Tokens wird die Börse Sie auffordern, zusätzliche Verifizierungsmethoden zu aktivieren. Google Authenticator, E-Mail oder Telefon, je nachdem, was Sie bei der Registrierung angegeben haben. Fangen wir also mit dem Anschluss von Google Authenticator an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren. Laden Sie das Programm auf Ihr Smartphone herunter, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten QR-Codes für den Download verwenden und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Kopieren Sie den Schlüssel, den Sie auf dem nächsten Bildschirm sehen. Öffnen Sie die App auf dem Telefon, tippen Sie auf das Plus-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie die Option Enter a Setup Key. Geben Sie den Namen der Börse in das Feld Account Name und den Schlüssel in das Feld Your Key ein und klicken Sie auf Add. Jetzt gehen Sie an die Börse zurück und klicken Sie auf Next. Fordern Sie einen Code per E-Mail an, indem Sie auf die Schaltfläche Get Code klicken. Geben Sie den eingegangenen Code ein. In das Feld darunter geben Sie den Code aus der App Google Authenticator ein
und klicken Sie auf die Schaltfläche Submit. Fertig. Sie haben Ihren Account durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Gehen Sie nun zurück zu Assets, Withdraw. Um Tokens von der Börse zu versenden, müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Wallet-Anwendung und kopieren Sie die Adresse. Gehen Sie an die Börse zurück. Wählen Sie den Token aus. Geben Sie die Adresse ein und bestätigen Sie die Abhebung durch den Klick auf die Schaltfläche Withdraw. Prüfen Sie die Wallet und bestätigen Sie die Abhebung, indem Sie auf die Schaltfläche Confirm im geöffneten Fenster klicken. Lassen Sie sich einen Code an die E-Mail-Adresse senden, geben Sie den Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein und klicken Sie auf Confirm. Erledigt. Sie haben einen Abhebungsantrag gestellt. Sie können die Adresse für zukünftige Transaktionen speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Save Address klicken. Sobald die Transaktion bearbeitet worden ist, gehen die Tokens in Ihrer Wallet ein. Bitte beachten Sie, dass die Börse Transaktionsgebühren erhebt. Wir haben Sie also von der Registrierung an der Börse bis zum Verkauf von Bull und der Auszahlung von USDT begleitet. Wir hoffen, dass Sie nach dieser Anleitung keine Fragen mehr zu dem Prozess haben. Sollte es trotzdem noch Fragen geben, können Sie sich immer an unser Support-Team wenden,